Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Audiokommentar. Nein, diesmal geht es nicht um Zombies. Diesmal geht es um was Profaneres, vielleicht auch nicht, denn das Format, was ich mir jetzt angucken werde, ist Kessler ist. Ich möchte im Endeffekt mit diesem Audiokommentar zeigen, warum diese Sendung so mega interessant ist und sowas ganz anderes. Ich gebe kurz einen Einblick, worum es geht, aber es wird alles nochmal erklärt in der Sendung. Michael Kessler ist ein Parodist, man kennt ihn zum Beispiel für Günther Jauch bei Switch Reloaded damals oder, Obersalzberg, den Hattler, den Hitler. Aber Hitler-Parodien ist ja meistens immer noch das Standardmaß, was man so an Parodien heutzutage in Deutschland können muss. Auf jeden Fall ein super Parodist und der hat sich zur Aufgabe gemacht, sich einen Stargast rauszusuchen und den wiederum zu parodieren. Aber, was heißt zu parodieren? Eigentlich dieser Stargast zu sein. Und schlussendlich endet es dann darin damit, dass Michael Kessler sich in einem Raum mit dieser Person zusammen hinsetzt und der Star, der richtige Star, interviewt dann Michael Kessler in der Rolle. Das heißt, in diesem Fall geht es um die Folge, Kessler ist Michael Mittermeier, ist jetzt der richtige Michael Mittermeier da und es sitzt Michael Kessler als Michael Mittermeier da und Michael Mittermeier stellt Michael Kessler aka dem Fall Michael Mittermeier Fragen. Und ich habe diese Folge damals so gut gefunden, dass ich mir gedacht habe, ich schaue sie mit euch zusammen. Wer also Lust hat, der kann sich die Folge bei dem Link, den ich unten jetzt bei mir eingeblendet, nicht hier eingeblendet, sondern unten in der Infobox mit reingegeben habe, anschauen. Das ist die ZDF-Mediathek. Wer es nicht findet, kann auch einfach Kessler ist Michael Mittermeier in Google eingeben. Dort ist direkt meistens das erste Suchergebnis dann auch direkt die ZDF-Mediathek. Schauen wir mal und vielleicht fällt mir auch was Sinnvolles ein, bei der Folge zu sagen. Vielleicht würde ich die ganze Zeit davor sitzen und auch mal gucken, weil ich habe sie natürlich schon einmal gesehen und weiß also, was kommt. Es ist aber die Folge, die mich am meisten beeindruckt hat. Also, wir zählen wie immer an für diesen Audiokommentar. Auf 1 werde ich auf den Play-Button drücken. Also in 5, 4, 3, 2, 1. Direkt die Skyngsul. Er sagt, mein Name ist Michael Kessler. Und er steht und er sitzt gerade und liest ein Buch. Also es ist jetzt, ne, nur damit ihr wisst, an welcher Stelle ich ungefähr immer bin. Hat gerade ein Kai-Flaume-Foto angeguckt und hängt ein Michael-Mittermeier-Bild auf. Habe ich, glaube ich, gerade gedacht. Es wird so ein bisschen gerade gezeigt, wer alles schon parodiert worden ist. Zum Beispiel Götz Alsmann, die Folge habe ich auch noch nicht gesehen. Glaube ich. Kai-Flaume, die Folge habe ich gesehen. Horst Lichter habe ich auch noch nicht gesehen. Aber Stefan Effenberg war auch dabei. Ja, Kessler ist Michael Mittermeier. Muss man ein bisschen leiser machen, den Ton. Ja. Ich bin mit Sept bei Michael Mittermeier aufgewacht, fand ihn super geil. Und fand auch seine nächsten Programme danach waren super eigentlich. Manchmal habe ich das Gefühl, er wird gerne auf Sept reduziert. Also dieses Loft, in dem Michael Kessler ist, das ist schon sehr beeindruckend. Aber natürlich wahrscheinlich gestellt. Das kann nicht seine richtige Wohnung sein, oder? Blackout! Wann war denn Blackout? Das Programm, ist das das Neueste? Nee, das Neueste ist doch... Ah, es gab so viele. Kann Blackout sein. Wundert euch nicht, wenn ich zur Seite gucke, da ist mein Fernseher. Und da kommt der Michael. Michael trifft Michael. Kommt direkt dieser bayerische Flair rüber, den man immer ein bisschen hat, aber nicht so krass, finde ich, bei Michael Mittermeier. Ich finde es schon interessant. Das hört man gern. Nur ein bisschen. Ich finde es gut, dass sie nicht gut kennen. Das macht es interessanter.
Paranoika. Der kennt seinen Urgroßvater? Ich kenne nicht mal meinen Opa. Comedians sind ja auch Erfinder. Ist das ein bisschen esoterisch? Direkt mal auf den Erkennungsmerkmal von Michael Kessler raus. Die Nase. Die Nase wegbinden. Oh, Nerdfehler. Map, 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 map. Da fällt jetzt manche ihn gesteinigt. Harry Potter ist halt kein Horrorzeug. Achso, das meint der Hobbit. Ja, oh, guckt auch Fear the Walking Dead. Müsste man mich ja mit mal fragen. Ja, den Gag, den kennt man jetzt auch aus dem Programm so ein bisschen. Also er bindet schon zwischendurch mal ein paar Sätze ein von seinem Programm, aber er ist auch natürlich, finde ich. Es gibt so Künstler, die sind so fixiert darauf, die ganzen Gags, die sie haben, auch noch in den Alltag mit reinzunehmen. Und ich finde, er ist nicht so bemüht. Auf der Bühne natürlich schon, das ist man immer. Ob sich Michael Kessler das ganze Programm von der Stelle aus angesehen hat, boah, ich würde kaputt gehen. Ich würde sagen, ja, aber das hat man schon in seinem Programm gemerkt, dass er nicht mehr der zappelige Zapp-Mensch ist. Es gibt auch keine Bauchbinden, die sagen Rick Cavanian Comedian oder sowas. Das finde ich toll. Das ist immer eine fiese Frage, oder? He's not gay. Ich glaube, das ist das Beste, was man zu Michael Mitte jemals gesagt hat von Rick Cavanian mit dieser Kettensäge.
Whisky, amerikanische Serien, ein Traum. Hast ein Kennzeichen. Soll man den nicht rausnehmen? Okay, jetzt kriegen wir einen Unprominenten sozusagen zu sehen. Ach, da ist abends jetzt Rick Cavanian. Ich finde das cool, dass er nicht jetzt immer noch zu diesen großen Bühnen müssen muss, der Michael Mittermeier, sondern dass er auch diese kleinen Stuben noch besucht. Ich habe manchmal das Gefühl, bei den anderen Comedians, die das Olympiastadion füllen oder sowas, die haben das nicht mehr nötig. Ich kann es aber nicht sagen. Das passt zu der Kettensäge. Für Michel. Also diese Recherche treibt jetzt gerade sozusagen an, um zu wissen, wer ist Michael Mittermeier. Und er macht sich auch wirklich die ganze Zeit so Notizen. Ob das jetzt natürlich nur gestellt ist, kann ich nicht sagen. Aber man sieht ja jetzt schon, er macht sich so ein kleines Mosaik aus Bildern. Es sind viele Bilder, muss man echt sagen. Viele auch von Touren, finde ich, wenn man das so sieht. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob er das selber macht oder ob das natürlich Redakteure für ihn machen. Es wäre schon cool, wenn er das selber machen würde, der Michael Kessler. Würde ich gerne mal fragen. Die Frau, die kennt man auch schon aus den, die Gudrun kennt man schon aus dem Programm, weil sie singt und macht auch gerne mal das Abschlusslied oder Anfangslied vom dem Programm. Ich finde das auch toll, dass sie halt ihren Mann so künstlerisch unterstützt, auch indem sie der Musik damit reinbringt. Es ist Zwang, ich stürz dich kaputt. Wie lange? Tja, die Fächer, die ich weggelassen habe. Ich habe Germanistik studiert, zwischendurch mal, weil ich gedacht habe, man wird nichts daraus. Jetzt sieht er mich in Mittermeier. Oh, wie süß. Ist das noch schwer, nach so langen Jahren zu sagen, warum man jemanden mag? Jetzt wird das die Sicht von Michael Mittermeier so ein bisschen verschrobener. Es lohnt sich, Außenseiter zu sein. Yes!
Er weint also auch. Ein Kind hat ihn geknackt. Im Tunnel. Das ist eine Frage, die ihr häufiger stellt. Ist auch, finde ich, das Schwierige. Also, wir gucken jetzt nicht nur den Prominenten an, auch den Typen dahinter. Und das, was der, er jetzt macht, ist so den Duktus der Sprache ein bisschen zu übernehmen. Ich finde, bei den Parodien ist gerne mal, dass es ein bisschen krass übertreibt, also wirklich in diese Parodie rüberfällt, aber er beschäftigt sich. Das merkt man gleich auch bei der endgültigen Treffen. Whisky. Ja, Whisky. Wusste ich natürlich schon, ich weiß. Brüderken, ob die sich denn wirklich so ein bisschen durchprobiert haben bei so einer Whisky-Probe? Wäre ich ja schon, ich war noch nie auf einer, wäre ich gern dabei. Boah, wie krass er ihn so anguckt. Frag. Sagen dann Whisky-Trinker sowas wie bei Wein? So, das hat eine Kakaonote. Oh, Schokolade. Ein bisschen Birne. Trinkst du keinen Obstsaft? Krass, da hat sich dann auch nicht so ausgeruht sozusagen, sondern auch wieder vor kleinem Publikum gespielt. Das finde ich krass. Ich glaube, Energie ist sein Lieblingswort, oder? Habe ich jetzt erst gemerkt. Ein Bayern-Dilemma.
Austausch. Wahrscheinlich ist es nie wirklich Austausch mit CSU-Mitgliedern in Bayern. Das klappt man halt bei Comedians einfach nicht. Bei Comedians geht man einfach aus, sie müssen reden, 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 reden. Es ist schön zu wissen, dass es auch anders geht. Also ich finde, man hat auf jeden Fall ein bisschen rausgehört, er ist rastlos, aber auch gleichzeitig irgendwo nachdenklich. Diese Bilder sind so krass zusammen. Ja, das ist vom Ablauf her immer so, dass er ihn jetzt nochmal in das Loft einlädt. Und jetzt sind wir kurz davor vor der Verwandlung. Und wir sehen schon, dass der am fast dasselbe Hemd an. Hey, ich habe die Tür abgeschlossen. Zufall. Synchronisiert. Boah, wenn er jetzt zu dieser Wand rüber geht, das würde ich auch sagen. Dann bist du verrückt. Bist du ein wahnsinniger Stalker? Das ist. Ja, das ist krass. Müsste man eigentlich für sich selber auch mal machen. Einfach mal zusammenstellen. Was findet man eigentlich alles im Internet? Was ist öffentlich zugänglich? Woher kriegt man das ganze Bildmaterial? Also muss schon ein krasses Team dahinter stecken. Der sah jetzt gerade aus ein bisschen wie Sascha Grammel. Bisschen hippieartiger. Dazwischen ist auch dieses Bild mit der Kappe im Fernseher, das ist das Buch, was ich auch gehabt habe von ihr. Es war super. Ich kannte die meisten Serien eigentlich fast gar nicht. Nur so halb. Auf die Mütze. Manche drehen durch. Er nennt es immer Wahnsinn. Ist das sehr negativ. Ob er das negativ sieht? Sogar ein Programm verarbeitet mit Baby. Achtung, Baby, glaube ich, war das. Ah, er weiß selber, dass er natürlich weg war. Der Tunnel.
Das finde ich echt sympathisch, dass er das weiß. Ich weiß es zum Beispiel gar nicht. Dreißig Jahre. Das ist ganz anders als was Comedy hier bedeutet. Da ist es vielleicht noch wirklich so ein Mittel. Echt krass. 5 Jahre, okay, schön. Ist so krass. Krass, wie nachdenklich ihn das Ganze macht. Und das finde ich auch wirklich interessant, anstatt das an sich abperlen zu lassen. Ich glaube, es ist schon krass, wenn man sich so einer Wand gegenüber sieht, wo sehr viele Fotos sind. Mit Kontaktlinsen. Genau, dann wird geguckt, ha, wie sieht der aus, wurde abfotografiert. Dann sind die Maskenbilder dran. Die finde ich auch einen ganz guten Job machen. Der Ring sogar. Der sieht da schon die grauen Haare. So, jetzt kommt der Moment. Von hinten kommt jetzt Michael Kessler und derjenige hört das schon und wartet gespannt auf sein Gegenüber und sollte halt dementsprechend auch Fragen stellen. Ich finde, er geht ein bisschen zu lässig, ein bisschen abgespackt, aber natürlich ein bisschen krass auf die bayerische Variante raus. Jetzt am Anfang ist immer so. Das ist immer sehr spiegelbildlich agieren. Das macht er am Anfang immer. Seht ihr? Beide sitzen gleich und gucken sich erstmal gleich an, aber das bricht nachher so ein bisschen auf, wenn es um die Fragen geht. Naja, dann kratzt er auch sich hier so. Einfach damit so das Spiegelbild-Illusion entsteht. Und das finde ich krasser Moment. Der ist wirklich. Der Sachen mit reingenommen. Kessler ist ein bisschen noch in der Comedy-Rolle von Michael Mittermeier. Das fragt man sich selber an. Wirklich so die Quintessenz rausgenommen aus allen Sachen, die er gehört hat. Komm mir die Sozialhilfe Land. Das hat er so nicht gesagt, aber es wird wahrscheinlich zwischendurch gefallen sein. Und das finde ich interessant. Das finde ich echt interessant.
Ja, da hat es er mitgenommen. Tipp, chill mal mit der Maya, chill mal. Schwierige Frage. Auf jeden Fall krass, was da, was er sozusagen auch aus seiner Kindheit so ein bisschen rauszieht. Das muss man schon echt, echt, was er da alles rausfindet. Ja, so ein bisschen das Problem herausgearbeitet mit der Familie. Krasse Frage. Ah, das schon auf jeden Fall verstanden, dass da so eine Dualität zwischen Familie und Bühne herrscht. Und das macht ihn gerade krass nachdenklich. Und das ist der Moment, er fragt er sich selber. Krass. Hat er eine Rückfrage gestellt? Aber das ist schon hart. Was meint er damit? Von der Familie weg, woanders hin? Oder von der Bühne weg zur Familie? Ich glaube, er ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckt. Es hatte so ein bisschen fast Tränen in den Augen, oder? Ich finde, es hat ihn auf jeden Fall krass bewegt. Und jetzt wird gezeigt, wie er sich wieder entkleidet. Und er wieder zu Michael Kessler wird. Der Promi hat sozusagen sein Statement dazu gegeben. Der Michael guckt und das war's dann mit der Sendung. Ich glaube, das war eine der emotionaleren Folgen auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist die Folge zu Ende und jetzt bleibt mir noch ein paar, nicht mehr zu lange. Vielleicht, jetzt beim Schauen ist es mir auch wieder aufgefallen, warum die Sendung mich so packt. Ich glaube, das Problem bei den deutschen Promis, es gibt ja auch so Folgen mit Joachim Lambi zum Beispiel, wo ich immer das Gefühl habe, der bleibt immer so ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, bei Michael Mittermeier hat er sehr viel einblicken lassen. Der macht natürlich schon viel über sein
Comedy-Programm, das ja auch so ein bisschen sein Leben so ein bisschen nachverfolgt. Ne, Achtung Baby oder Blackout nach dem New York-Trip. Entschuldigung. Und hier ist es jetzt so, ich glaube das, also ich glaube den Ganzen jetzt. Jetzt können wir natürlich zynisch sagen, ja, ist doch bestimmt wieder alles gefaked, bla bla bla. Und wenn es so ist, es berührt einen schon ein bisschen, weil es berührt auch Michael Mittermeier, finde ich, in dieser Folge, was passiert mit dieser Gegenüberstellung und sich selber gegenüberzustellen und zu fragen, magst du dich oder wer bist du eigentlich oder sowas in die Richtung. Das finde ich schon offen und ehrlich gefragt. Ich glaube, wenn da ein Promi gewesen wäre, der sich hinter einer Person verstecken will, der hätte das nicht gefragt. Und ich finde, in diesen guten Folgen zeigt Kessler ist ein richtig interessantes Format. Was nur über Dialoge funktioniert, wo zwar mal hier und da ein bisschen hingefahren wird und auch zum Schluss noch ein bisschen Schmink-Action und sowas passiert, aber eigentlich ist es nur reden und eine Person kennenlernen. Und wir alle haben diese Personen, die wir uns, die in der Öffentlichkeit stehen, die uns sehr interessieren. Und auch, ne, ich finde es natürlich mal interessant, wenn er sowas mit einfach fremden Leuten macht, aber da ist dann wieder schwieriger, weil wir die ja auch nicht sozusagen kennen. Da müssen wir wahrscheinlich dann sehr viel mehr Sendezeit einplanen, um dann dahinter zu kommen und auch, dass Kessler dahinter kommt. Aber mit so, mit Persönlich des öffentlichen Lebens ist das natürlich interessant. Und ich kann also diese Serie oder ich weiß nicht, wie man es nennt, ich nenne es jetzt auch mal Serie, einfach nur mal empfehlen, weil es was anderes ist. Es ist was anderes als irgendwelche Promi-Nachrichten, wo überall irgendwie beliebige Sachen von Prominenten berichtet wird. Und es ist was anderes als diese lahmen Interviews, wo halt wirklich nur Promo abgequatscht wird. Ich fand, das war jetzt ein sehr persönlicher Einblick und soll stellvertretend für die anderen Folgen stehen, wo es auch, ich fand zum Beispiel beim Michaela Schaffrath hat das ganz gut geschafft, dass man da dahinter gekommen ist. Und Matthias Steiner hat er, glaube ich, auch gehabt, die habe ich auch gesehen. Die fand ich auch echt sehr interessant. Das ist jetzt hier für mich die beste Folge von Kessler ist und ich hoffe, da werden noch mehr Folgen kommen. Ich habe jetzt noch gesehen, dass mir ein paar fehlen. Die werde ich natürlich jetzt auch noch nachholen. Also schaut euch in der ZDF-Mediathek um, solange die es noch da haben. Man weiß ja nie, wann irgendwas rausfliegt. Und man kann Michael Kessler nur für dieses Format danken. War eine super Idee und wenn man sowas einfach, glaube ich, hören würde, dass irgendeinem einer ein Format, so nennt sich das ja, verkauft, das darin besteht zu sagen, ja, ich sitze mich als dem Gast gegenüber in einer, als Gast selber, dann wird man wahrscheinlich erstmal stutzig gucken. Aber dass es funktioniert, hat man jetzt ja gesehen. Und dementsprechend große Empfehlung, schaut euch bitte Kessler ist an, ob nun im Fernsehen oder in der ZDF-Mediathek. Tut dem Format was Gutes. Beschert ihm mal ein paar Aufrufe oder ein guter Einschaltquoten, was auch immer. Von mir definitiv eine Empfehlung. Bis zum nächsten Mal.